Also, und ich habe einen charmanten Herr mitgenommen, den ihr auch kennt, gell? Gemeinderatspräsident von Frutigen. Danke vielmals, können wir hier sein, Thomas? Gerne, schön seid ihr da, merci vielmals. Auch von meiner Seite her, ganz herzlich, begrüsse ich euch begrüßen hier im Feuer zu diesem Energie- und Klimatag. Genau, Thomas, du bist ja Frischbachener Gemeinderatspräsident seit dem 1. Oktober, gell? Aktiv wie verrückt. Gefällt es dir oder willst du den Bettel am liebsten schon wieder herschmeissen? Wir sind unter uns, du kannst es schon sagen, weißt du? Ja, das ist jetzt eine unfaire Frage, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Nein, es ist cool, ich bin überwältigt von dem Resultat, das ich machen durfte. Es ist wirklich super, es ist mir noch nicht verledet, das ist das, gut, was du hast hören wolltest, gell? Zum Glück. Nein, ja. Ich bin voll Tatendrang, es ist cool, ich habe ein cooles Team um mich herum. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesen Leuten zusammen zu arbeiten, das ist Fakt. Sei es die Verwaltung, sei es der Gemeinderat, das ist wirklich cool. Super. Wir haben gute Sachen zusammen. Also, und du hast gesagt, ich möchte einfach, wenn ihr schon da seid, möchte ich gerne auch noch ein paar Worte sagen. Bitte ja. Schön, Thomas. Sehr gerne. Also, meine schon gesehen, ganz herzlich begrüsse ich euch hier. Begrüssen. Ich möchte aber auch noch gerade heute die Gemeindedelegation begrüssen, die da ist. Das ist hier der Gemeindepräsident Urs Kahle. Auf meiner Seite, wir haben hinten der Bernhard Trubi, Gemeinderat, Tiefbau, Verkehr und Wasserbau, der Markus Grossen, Hochbau und mein Joker, wo ich Gott froh bin, ist er da, der Christian Retz, der Liegenschaftsverwalter, der dort viel, viel besser Auskunft geben kann, bei Fragen oder so. Merci euch, vielen seid ihr da. Entschuldigen lässt sich die Vize-Gemeinderatspräsidentin, die andere als Grosse, sie hat länger müssen arbeiten, sie wäre auch da, die tut sich entschuldigen. Wir lösen noch grüssen. Tue ich sehr gerne machen, merci vielmals. Ja, schön seid ihr zu Frutigen, schön dürfen wir den Anlass hier durchführen mit euch in unserer wunderschönen Gegend mit der Landschaft, mit der Berglandschaft, die ihr heute gesehen habt, wenn ihr unten hoch seid, die unten hoch seid. Die meisten wissen es. Jetzt bin ich vielleicht gerade ein bisschen Touristiker, der Tourismuspräsident hockt ja da. Jetzt bin ich, Excuse, Andreas. Die wunderbare Berglandschaft, die ihr hier dürft geniessen dürft, wunderschöne Gegend bei uns, wir haben unheimlich viel Sonne. Das ist ja das Schöne hier, darum machen wir auch den Energie- und Klimatag hier zu Frutigen. Ich habe das Gefühl, Das ist der Grund, dass ihr zu uns gekommen seid, weil wir so unglaublich viel Sonne haben hier. Nie Nebel, nie. Nein, das gibt es nicht bei uns. Kennen wir nicht. Und wir hier sind bestrebt, im Energie- und Klimawandel mitzuhelfen und wir probieren, mitzuhelfen, mitzudenken. Wir sind Zentrumsgemeinde mit rund 7'000 Einwohnern, wo wir hier sind. Und darum probieren wir, wo wir nur können, dort mitzuhelfen und mitzudenken, was möglich ist. Gut, also du sagst es, Energie, Klima, hast gesagt, die Sonne hat er mehr als die von Stadt Bern oder Zürcher oder wer auch immer. Sag doch schnell, also was machen ihr zu Frutigen in Sachen Energie, in Sachen Klimaschutz, was macht ihr? Also wir probieren auf der gemeindeseigenen Gebäude etwas zu machen, sei es, wenn wir Umbauten machen, wenn wir Neubauten machen. Wir haben im Schulhaus Wächle Neubau erstellt, einen Umbau erstellt, wo wir Photovoltaik drauf haben. Wir sind das Gemeindehaus, fährt jetzt eine Sanierung an. Ab 2026 wird dort eine PV-Anlage installiert sein. Wir haben die Sporthalle hier, die ihr hier seht, die ganze Fassade dort draussen, ist relativ neu. Wir haben Turnhalle-Oberstufenzentrum, wo wir eine Anlage oben haben. Und wir haben im Werkhof Frutigen, das ist, wenn ihr von hier Richtung Spiez fahrt, auf der rechten Seite, haben wir eine ZEF mit der Biogasanlage zusammen, wo wir so probieren, die eigenen Gebäude mit dem. Also das heisst, es ist eigentlich heute selbstverständlich, dass wenn ihr etwas saniert oder ein neues Gebäude, dass dort PV draufkommt. Wir probieren das selbstverständlich so zu machen. Es ist ging auch noch ein bisschen eine finanzielle Frage, das ist klar. Aber dort, wo wir können, wo wir es sinnvoll sehen, sind wir sehr, sehr bestrebt, das zu machen. Sag noch schnell, Tropenhaus Frutigen, das kennen vielleicht ein paar, also sicher Frutiger, aber auch die, die jetzt im Stream uns zuhören, kann ich noch gar nicht begrüßen, glaube ich, heute oben. Schön, seid ihr auch dabei, hier bei uns zu Frutigen. Tropenhaus, das hat man ja kennt, weil dort die Abwärme genutzt wird, auch vom Tunnel.
hinten dran. Mhm. Aber das ist zu. Ist jetzt die Abwärme ist die verloren? Oder wie sieht das aus? Die ist in dem Sinne nicht verloren, weil die Fischzucht ist ja aufrechterhalten geblieben. Also die Fischzucht ist nach wie vor im Betrieb. Das ist auch die, die sie ausbauen. Dort gibt es mehr Becken. Aber es ist ja so, dass das Tropenhaus selber zu ist. Die Halle sind geräumt. Die Glasgebäude stehen leer. Wie es dort genau weitergeht, wissen wir nicht. Wir bedauern das sehr, sehr, dass das zu ist gegangen. Das war ein touristischer Magnet, den wir hier in Frutigen hatten, der wegfällt. Das tun wir natürlich sehr bedauern. Ja. Sag noch, das Thema ist heute ja gemeinsam, oder? Umbau der Energieversorgung gemeinsam. Das heisst, Gemeinden machen, die Privaten machen. Du hast schon das eine oder andere Haus. Wie sieht das aus? Hat es dort auch schon Panels auf dem Dach oder eine Fassade oder weiss nicht wo? Tatsächlich, ja. Ich habe auf meinem Haus auch Solaranlage. Zwar nicht dort, wo ich wohne, aber dort, wo mein Junior wohnt, habe ich auch PV-Anlage auf dem Dach. Und ein Elektroauto, ein schicks, hast du auch schon? Nein. Gut. Ich muss ja ehrlich sein hier. Genau. Das wäre besser. Aber ist das nächste Auto ein Elektroauto? Weißt du das schon? Oder hast du noch keine Gedanken? Das werde ich offen lassen. Gut, also gut. Ich habe noch eine Frage, Thomas, an dich. Der hat ja einen berühmten Nationalrat hier in der Gemeinde, gell? Er ist noch richtig. Präsident der Grünliberalen, der Jürg Grossen. Redet er eigentlich immer drin? Nein. Oder geht es? Ja. Wir haben einen sehr guten Austausch. Er lässt uns machen, aber wir lassen ihn noch machen. Das ist vielleicht der Grund, warum er uns nicht drin redet, dass wir ihn auch machen wollen. Nehmen wir einen guten Dialog. Das ist so ein Vorzeigenhaus, gell? Oder seine Firma ist also eine Vorzeigenfirma, richtig, wo die Leute können schauen, was da alles macht. Oder? Das ist definitiv. Also, das heisst auch hier gemeinsam. Wir machen es miteinander. Ja. Gut, das also. Probieren wir gegenseitig zu machen, Gemeinde. Sehr gut. Thomas, du bist nachher für die Fragerunde noch bei uns wieder vorne. Und ich sage, der Thomas Giesler bekommt mal den grössten Applaus, den je ein Frutiger Gemeinderatspräsident bekommen hat. Bitte schön. Merci vielmals.